Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Crossover Challenge. Und wie ihr sehen könnt, Christine muss ganz dringend auf Toilette, also schnell hinflitzen. Und wenn ich mich nicht irre, hat sie eine neue Toilette und ein neues Waschbecken. Ich weiß das jetzt nicht mehr genau. Es könnte natürlich auch sein, dass ich mich irre. Und hier werden auch wieder Frösche gezüchtet. Leider kann ich nicht lesen, was dabei rumkommt. Ich habe immer noch keine Lösung für mein Problem gefunden. Hausaufgaben werden auch gerade gemacht. Hochkonzentriert sitzt sie da. Und wir sind dann auch schon wieder beim Gärtnern angekommen. Ja, die Gute ist fleißig, muss ich sagen. Sehr fleißig. Ja. Schaut mal bei Sandra vorbei, dann seht ihr, wie ich scheitere. Ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht. Ja, aber es ist okay. Oh, hier, wir haben ein geschlossenes Badezimmer. Juhu! Und Licht kommt jetzt auch da rein. Oh, dieser wunderschöne Baum. Ich bin so gespannt. Und schon wieder wird was verkauft. Also ich muss echt sagen, die Christine, die scheffelt Geld. Das ist Wahnsinn. Da hinten steht sie jetzt und ist am Angeln. Mit noch irgendwelchen. Was ist mit der los? Ist die krank? Hat die jetzt gerade genießt? Ich glaube schon. Gesundheit! Ja, und jetzt ist sie auf dem Weg zu diesem schönen Baum, sieht sich ihn an. Ja, er ist auch wirklich wunderschön. Pilze hängen da dran. Ich glaube, das sind ganz viele verschiedene Sorten von Pilzen. Ja, keine Ahnung. Jetzt wird er noch gegossen, denn bei dem Sonnenschein, den sie da hat, ja, da muss einfach gegossen werden. Pilz wird jetzt gegessen. Na guten Hunger, Christine. Ja, und jetzt redet sie mit dem Baum. Ach echt? Ja, schön. Ah, abends, wenn der Mond aufgeht, dann siehst du so schön aus. Du leuchtest von innen heraus. Und ich würde so gerne wieder sehen. Und ich wünschte, ich könnte hier eine Party veranstalten und meinen Knochen begraben, den ich irgendwo gefunden habe. Hier kriegst du noch ein bisschen Wasser. Ja, und jetzt erzählt sie von Kaninchen? Ist das ein Kaninchen gewesen? Ich weiß es nicht. Und Mülleimer. Aber jetzt, oh, der Baum hat sich ihr wortwörtlich geöffnet und lässt sie hinein, um sein Geheimnis preiszugeben. Ich bin gespannt. Yay, die Christine hat es bis zur Waldlichtung geschafft. Dort ist es auch sehr, sehr, sehr schön. Und da kann man auch sehr viel sammeln und angeln und Frösche finden. Graben weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall findet sich dort genug und auch viele Fische kann man dort aus dem Tau Tausch, ja, tauschen könnte man vermutlich auch, aber eigentlich wollte ich sagen, Fische aus dem Teich rausziehen, ne? Ja, ach so wunderschön diese Kulisse, Wahnsinn. Ich glaube, die Sonne geht gerade unter, deswegen ist alles so in bezauberndes Licht getaucht. Oh, wie schön, ich halte einfach meinen Mund. Zu spät, da gucken uns böse Augen an. Oh oh. Na los. Was wollen die von uns? Ich hoffe, Christine überlebt es. Oh, sie hat eine Schatzkiste geangelt. Sie freut sich voll darüber. Sind da drin? Oh, die Kuhpflanzenbeere. Wie schön. Oh, da freue ich mich voll. Gleich hat Christine Gesellschaft, wenn sie die einpflanzt. Dann ist sie nicht mehr so alleine. Oh, da am Wasserfall ist auch voll schön. Ich würde am liebsten meinen Mund halten, so mit dieser schönen Hintergrundmusik. Es ist voll, voll romantisch. Ja, sehr schön. Eine schöne, romantische, angenehme Folge, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, und wie ihr seht, werden wieder Frösche gesucht, gesammelt. Die Sonnenstrahlen fallen auf sie herab. Oh, ein Regenbogen am Wasserfall. Schön. Sehr schön. Und sie angelt, und sie angelt, und sie angelt. Und ganz viel Geld sammelt die Gute. Reist jetzt, oh, tatsächlich. Sie ist zum Romantikfestival gereist. Oh, da bin ich ja mal gespannt, wenn sie dort alles trifft und kennenlernen wird. Ja, wundert mich nicht. Hallo Kätzchen. Ich glaube, dich haben wir schon mal gesehen und dich schon mal begrüßt. Ja.
Naja, wenn man sich einsam fühlt, ne? Aber so Tiere, die allein rumstreuen, ist auch nicht schön. Und warum wundert mich das nicht? Da werden jetzt Pflänzchen abgegraben und dann zu Hause wieder eingepflanzt und noch mehr Geld gescheffelt. Echt. Schaut unbedingt bei Sandra vorbei, wie ich scheitere. Echt, das ist der Wahnsinn. Wie viel Geld sie mittlerweile schon gemacht hat und was sie sich aufgebaut hat. War das Ben? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich sag lieber nichts mehr. Ich bin mir echt nicht sicher. Doch, ich glaube, das war Ben. Das ist der Ferdinand. Na hallo, die treiben sich auch alle hier beim Crossover rum. Einen schönen Löwen hat sie gezeichnet. Und jetzt möchte sie ein Souvenir kaufen, wie es scheint. Was kauft sie sich denn? Ein T-Shirt. Ich fände es viel schöner, wenn man diesen Pulli dort kaufen könnte, statt so ein T-Shirt. Ich finde es schade. Mir gefällt der Pulli nämlich viel besser. Ja, dieser gewisse Herr ist aber wirklich sehr sexy angezogen. Jogginghose, Rollkragenpulli bis unter die Ohren. Und sie hat es ihm scheinbar irgendwie so geflüstert und jetzt ist er ein bisschen schockiert. Oder? Ist sie am Flirten? Ich glaube eher, sie ist am Flirten und zeigt ihre Muskeln, wie viel Kraft sie schon gewonnen hat wegen der Gartenarbeit. Oh, und er geht sogar darauf ein. Uiuiui. Ist sehr leidenschaftlich. Christine. Oh, ein kleines Wuffi. Sie fühlt sich sichtlich wohl auf dem Romantikfestival. Ja, sie ist sehr glücklich, wie es scheint. Oh, und das Hundi auch. Habt ihr gesehen? Er freut sich voll, dass sie ihm ihre Aufmerksamkeit schenkt. War das jetzt richtig? Kein Plan. Ich habe keine Ahnung. Oh nein. Lecker. Voll auf dieses Bild am Boden. Oh Gott, wie süß. Ich konnte leider den Namen nicht lesen vom Hundi, aber oh, das ist so schön. Ja, ich habe nur drauf gewartet. Christine ist nicht mehr alleine. Ab heute ist sie in Gesellschaft von dem süßen Hundi und ich werde mir dann später anschauen, wie er heißt, weil ich weiß es nicht. Und wie ihr hören könnt, das ist der Jingle von der Crossover Challenge. Das, ja, also, sorry. Dieses Lied haben die beiden gesungen. Und ja, ihr findet das fast immer in unseren Folgen wieder. Oh, schaut mal. Das Hundebett ist ja fast größer als ihr Bett. Wahnsinn. Dem Hund wird es an nichts fehlen dort, ne? Verrückt. Schön. Freut mich, dass sie nicht mehr alleine ist. Und sie nun so fluffige, flauschige Gesellschaft hat. Und ja, es wird ihm sicherlich gut gehen dort. Auf jeden Fall, ich verabschiede mich schon, denn sonst verpasse ich es bestimmt. Christine? Was hast du vor? Möchtest du draußen irgendwie im Regen duschen oder so? Keine Ahnung. Naja. Auf jeden Fall schaut bei der lieben Sandra vorbei. Dort findet ihr ganz, ganz tolle Videos. Dort findet ihr auch meine Folge, die ich aufgenommen und geschnitten habe. Und sie bespricht die dann. Es ist wirklich sehr lustig. Schaut vorbei. Auch bei ihren anderen Let's Plays. Denn, ja, ist immer schön, ihr zuzuhören. Diese Woche war Castaway Week. Schaut vorbei, wenn es euch interessiert. Ich verabschiede mich und sage Tschüss und Ciao, Ciao. Bis zum nächsten Mal. Well, pouring boy, I hit so grungy crinkoo. Serve a fleece, Della Blinkin, Nabu Smith. Serve Nespu Nubu, Serve Nespu Del Slitch. Grungy oops, love, lard, is Neba boy. Nabu Fleepo, sorry, Mave Pukanoi. Grungy oops, love, lard, Seb Favusin, is Neba boy.